Ja, servus und hallo. Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Parfümtest. Bevor es losgeht, wie immer, Grüße, ganz herzliche Grüße an den Kanal Stefans Dufte Plaudereien. Mein lieber Stefan, sei herzlich gegrüßt. Weitere Grüße gehen natürlich raus an den Kanal vom Flo. Flo ist Dufte. Und noch ganz herzliche Grüße an meinen lieben Kumpel, den Marco, den darf ich natürlich nicht vergessen. Ganz liebe Grüße an dich. Und ja, schaut einfach mal auf den Kanälen rein. Außer bei Marco, der hat natürlich keinen Kanal, aber ist ein guter Kumpel. Und die anderen beiden Kanäle, der Stefan, guckt ruhig mal auf den Kanälen vorbei, lasst ein Abo bei denen da, die freuen sich. Sind ganz, ganz tolle YouTuber und da könnt ihr immer auch, wie ähnlich wie bei mir, alles über günstige Düfte erfahren. So, jetzt geht's. Jetzt geht's, wie gesagt, hardcore weiter. Hardcore. Ja, euer Doc ist wie immer, der ist sich für nichts zu schade. Der haut sich da alles drauf. Ob das Chemie ist, Alkohol, kratzt mich nicht. Ja, heute geht es um einen Duft für sage und schreibe 1,79 €. Gekauft im Action-Markt. Ich kenne nur Action Jackson. Den Action-Markt kannte ich vorher auch nicht. Aber ganz selten gehen wir in den Action. Also meine Freundin eher, die findet da immer was, aber ich gehe da eher selten mit, zumal er auch nicht hier gerade um die Ecke ist. Wir haben natürlich auch Parfüm. Der liebe Flo. An der Stelle nochmal herzliche Grüße. Der hat ja auch schon einen Action-Duft getestet. Der war, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Also wenn ich das Video noch in Erinnerung habe. Die haben aber weitaus mehr. Die haben sogar Marken, die haben sogar Designermarken. Die haben Sergio Tacchini. Sergio Tacchini, das ist so eine italienische, ja, Designermarke, die hauptsächlich ja, Produkte im Bereich Tennis, Tennissport. Ja. Ich habe da sogar mal ein T-Shirt besessen oder Poloshirt von Sergio Tacchini. Nicht schlecht, die Mode hat mir gefallen, aber hier ist es doch nicht so verbreitet jetzt. Ich habe es damals, glaube ich, sogar auch, kann ich mich erinnern, irgendwo in Italien mal gekauft. Aber jetzt geht's ja um das Parfüm primär. Ja, was bekommt man für 1,79 €? Das ist die unterste Latte an Parfüm, was man sich vorstellen kann. Für 1,79 €. So muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Als allererstes müsst ihr euch mal überlegen, ein Parfüm herzustellen, klar, ist nicht so teuer. Die reine Parfümherstellung kostet nicht so viel. Ihr müsst natürlich überlegen, was da alles außenrum ist. Wenn man dann für 1,79 € sowas hier auf den Markt schmeißt, ich weiß nicht, was die da dran verdienen, weil den Duft hier, den bekommt man bei Amazon, da muss man dann schon einen Zehner hinlegen. Also das liegt dann am Action, eigentlich an dem Action-Markt, ja, dass die das für ein Appel und ein Ei verschleudern. Ich weiß nicht, ob das ein Dauerpreis ist. Ich habe in Parfumo, habe ich schon mal gelesen, der ist tatsächlich in Parfumo drin. Es geht um den Varanti
Waran die Ombre es gibt da tatsächlich, so sieht der Karton aus, die Umverpackung gar nicht mal übel. Ja, wenn ihr euch das mal anguckt, das sieht sogar, das könnte ein Designerduft, ja, für ein Hunderter sein. Also meine Dior-Düfte, die sind nicht besser verpackt. Also für 1,79 € mit Logo und allem. Kommen wir mal zum Duft. Selbst der Flakon kann man von einem normalen Designerduft ausgehen. Die Kappe, ja, so eine Plastikkappe, für 1,80 €, aber sie schließt gut. Und der Duft selber, der Flakon, ich habe den heute Morgen, habe ich ihn mal drauf gemacht. Ja, also man darf damit keine Erwartungen reingehen. Was ich bei einem 1,80 € Duft erwarte oder nicht erwarte, das kann man vernachlässigen. Was ich erwarte, dass es jetzt eine Alkohol- oder eine Chemiebombe ist, das erwarte ich nicht. Also, das hoffe ich nicht zu erwarten. Für 1,80 € ein Parfüm auf den Markt bringen oder für 1,79 €, das ist Hammer. Also hier, wie gesagt, der Flakon sieht ganz nett aus und was mir auch gefällt, ist der Zerstäuber. Hey Leute, der Zerstäuber ist gut. Der macht exakt, was es soll. Ich habe Düfte, die kosten drei oder vierfache oder das Zehnfache. Und da ist jetzt der Stäuber zum Teil schlechter. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das ist jetzt keine Offenbarung. Der Duft ist, habe ich irgendwo gelesen, mit dem Azarochrom verglichen. Nee, also ich kenne den Azaro. Habe jetzt aktuell nicht da, aber den werde ich auch mal wiederholen. Der Azarochrom ist ja ein Sommerduft. Das hier ist ebenfalls ein Sommerduft. Der hat eine zitrisch frische synthetische Note. Aber er ist recht frisch und diese Synthetik, die geht, Leute. Die geht. Was ich erwartet habe, das war eine komplett alkoholische Note am Anfang. Das finde ich, hat er nicht. Ja, I don't know. Die alkoholische Note ist, obwohl ich das Alkoholische mag, aber ich mag die Alkoholik im Parfüm, mag ich überhaupt nicht. Wenn ein Duft alkoholisch riecht, dann ist es für mich eigentlich ein No-Go. Ich habe einen Jaguar mal gehabt, einen Jaguar-Duft, also einen Autoduft, der war ziemlich alkoholisch und auf der Haut hat er gebrannt und also war furchtbar. So. Hier bekomme ich eine frisch, zitrisch synthetische Note, aber keine unangenehme Synthetik. Der riecht für mich wie ein Designerduft, wie gesagt, der ist drei-vierfache kostet. Könnte. Das Drei-Vierfache? Nee. Das Zehn- oder das Zwanzig- oder das Dreißigfache. Der ist sehr frisch. Das Einzigste, was halt hier ist, die Parfümölkonzentration entspricht mehr oder weniger einem Cologne. Der hält kurze Zeit, ein, zwei Stunden. Und dann ist es vorbei. Aber er hat, und das hat mich echt überrascht, er hat eine frische Kopfnote, die sich natürlich jetzt durchzieht. Kopf, Herz, Basis ist alles eins. Das ist eine frisch fruchtige Note. So könnte Limette, Zitrone, also Bergamotte ist da mit Sicherheit drin. Bergamotte,
meine sogar ein bisschen Mandarine könnte man mit viel, also wer eine feine Nase hat, der wird das sogar noch eine Mandarine rausriechen. Und für den Sommer ins Geschäft, Leute, Silage, Haltbarkeit, okay. Wenn ihr euch die Pulle mitnimmt, da könnt ihr sprühen bis zum Nimmerleinstag. Da kostet ein ml kostet 0,006 Cent. Kann man vernachlässigen. Für 1,80 € oder 1,79 € ist es okay. Sprüht euch, wenn ihr im Office seid, ja, da könnt ihr euch das Ding einsprühen. Legt euch das Ding in die Schublade im Sommer, wenn es richtig. Ja, das ist der Vorführeffekt. Da ist es für 1,80 €. Ja, da ist schon der Deckel runtergefallen. Der Sprüher, ja. Aber okay. Den kann man ja wieder drauf machen. Und schon geht das Teil wieder. Für 1,80 €. Whatever. Was? Also ganz ehrlich, das Ding geht tausendprozentig in Ordnung. Wenn ihr Handwerker seid, im Sommer, im Hochsommer, wollt ihr euch kein hochwertiges Parfüm mitnehmen. Oder ihr seid, was weiß ich, bei der Müllabfuhr beschäftigt, dann steckt euch das Ding ja normalerweise so Taschen, also so Hosen, die Handwerker haben, die haben normalerweise dann an so beide Seiten so Cargohosen mit Seitentaschen und da kann man sich das Ding durchaus reinstecken zu einem. Was weiß ich, zu einem Werkzeug oder zu sonst irgendwas. Das geht okay. Also den hier finde ich gut für 1,80 €. Hammer, Hammer. Ich sag's immer. Es ist jetzt kein, also es ist keine Offenbarung. Wie gesagt, Zusammenfassung, Fazit. Der ist sehr linear. Er ist zitrisch frisch. Absolut okay, wenig alkoholisch, nicht viel synthetisch und Haltbarkeit, ja. Aber ansonsten geht der Duft okay. Ich habe mal geguckt, wo der herkommt. Also es ist anscheinend eine, ja, so ein Kosmetikvertrieb in den Niederlanden, also in Holland. Also ein Kosmetikhersteller, Kosmetikfirma, Vertrieb, was auch immer, whatever. Und der Duft selber ist aber, glaube ich, der kommt aus Italien. Könnte mich da natürlich auch täuschen, ich weiß es nicht. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare reinschreiben, für alle, die wissen, wo das Teil herkommt. Also für mich geht es voll in Ordnung. Weil, wie gesagt, ich beurteile jetzt ein Parfüm, würde ich das jetzt ähnlich mit derselben Herangehensweise wie bei einem Whisky machen, hat er irgendeine Fehlnote drin? Das hat er nicht. Hat er eine alkoholische stechende Note? Hat er auch nicht. Ja? Synthetik kann man natürlich beim Whisky nicht testen, aber natürlich beim Parfüm. Und da finde ich, hat er eine. So eine zitrisch-süßliche Frische. Die Süße könnte tatsächlich von der Mandarine sein. Also, das soll es eigentlich auch gewesen sein, Leute. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Für all meine Hardcore-Zuschauer ganz herzlichen Dank. Meine Hardcore-Abonnenten, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr mir so die Treue haltet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz einfach zum nächsten Video. Und für alle neuen Zuschauer, wenn ihr Bock habt, abonniert den Kanal. Hier gibt es immer alles über preiswertes Parfüm. Dranbleiben, einschalten, liken und die Glocke drücken.
Macht's gut.